Wo wir gerade noch mal bei menschenunwürdigen Maßnahmen sind, ich muss noch einmal auf die Maskenpflicht und den Abstand hinweisen. Hätte also die Bundesregierung entweder die öffentliche Diskussion beachtet oder wenigstens für sich auf den allgemeinkundigen Grundsatz höre auf die andere Seite an beachtet, statt ausschließlich den immer dreisteren Forderungen eines gewissen Herrn Drosten zu folgen, dann wären diese konkreten drei Fragen gestellt worden. Welche gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen haben die Corona-Maßnahmen, die Anti-Corona-Maßnahmen? Sehr ausführliche und präzise Antwort auf diese Frage liegt dem Bundesinnenministerium seit Mai 2020 in Form des sogenannten Fehlalarmpapiers vor. Dieses Papier stammt von jemandem aus dem Bundesinnenministerium, nämlich von einem Spezialisten des Innenministeriums. Ich will hier keineswegs überheblich gehen, aber das ist eigentlich der Job des Bundestages. Wir hätten die Firma. Daher haben wir in der Corona-Ausbruch Harry! Erst alles absperren und dann sagen sie, waren keine Leute da. Ja, ne? Ja. Voll cool. Im August schon dann liegen wir jetzt auf 38.000. Ja, ja. Ja, heute sind es glaube ich nur 6.000. Ja. Ey, aber immerhin, Kassler Sommer Spaß. Ja. Der kommt noch. Der kommt noch. Der Spaß kommt noch, ja. Ja, schöner Rückstau hier, ne? Ja. Aber wie gesagt, die werden ja nicht gezählt, ne? Ja, ich bin hinten rumgefahren, deswegen, sonst wäre ich ja gar nicht rangekommen. Ja. Dass die Leute halt auch sehen, was für schlimme Leute Querdenker sehen, ist auch wichtig. Ja, schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Da freut sich doch immer, wenn du denkst, du denkst noch. Ja, genau, da stehen wir vor. Da geht das über so einen Parkplatz und dann über den Wiesenplatz da. Aber da stehen wir davor. Dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gab, denen das genauso spanisch vorkam. Und die dachten, was ist denn das und das kann alles nicht richtig sein. Und dann bekam ich immer mehr E-Mails, wo die Leute schrieben, oh Gott, das ist alles so furchtbar, mein Sohn, der muss mit einem Herzflimmern eigentlich ins Krankenhaus, wir kriegen keinen Termin. Und andere schrieben, ich habe sowieso psychische Probleme und jetzt kann ich meinen Therapeuten nicht erreichen, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Tage überstehen soll.
Und andere sagten, meine Kinder, die flippen aus, wir sind hier irgendwie in einer kleinen Wohnung, sie haben ihre Freunde nicht mehr, ich muss hier einen Spagat machen zwischen Arbeit und mich um die Kinder kümmern, wir streiten uns, es geht uns alles überhaupt nicht gut. Und dann bekam ich E-Mails, wo Leute schrieben, wir sind hier im Krankenhaus und da stehen die Schwestern scherzend vor dem OP, es ist nichts zu tun. Die Leute schrieben, unser Krankenhaus ist kurz vor dem Kollaps, weil wir keine Patienten behandeln. Und die Chefärzte machen Mittagsschlaf. Und in den Medien erzählten sie uns, die Krankenhäuser, die brechen zusammen, das ist so voll. Was ist denn, also wir schaffen es gar nicht mehr, ohne dass wir hier alle kürzer treten und den Gürtel enger schnallen. Und das war aus meiner Sicht, also das war irgendwie, ich war wirklich völlig platt. Ja. Und dann habe ich mich irgendwie mal mehr da in die Sache vertieft und auch ein ganz tolles Netz an Wissenschaftlern, eben unter anderem Professor Bakhti und Dr. Wodak und Professor Hockertz. Und viele andere, nicht nur von ihren ganzen Äußerungen kennengelernt, sondern tatsächlich bin ich mit ihnen in Kontakt gekommen, also über die Petition auch. Und dann haben wir in diesen vielen, vielen Sitzungen ja erst das verstanden, was Rainer für mich vorhin da auch näher dargelegt hat, also wie die Zusammenhänge eigentlich sind. Die Holocaust-Überlebende Vera Scharaf, die Rainer gerade schon erwähnt hat, und sie hat darauf hingewiesen, Unterschiede, aber die Konstellation, in die wir uns im Moment hineinbegeben oder auch schon in der wir sind, dass hier mit einem ungeprüften Impfstoff gerade bei den Alten, bei den Kranken, bei den Behinderten jetzt vorab geimpft wird, als seien jetzt die Behinderten ganz besonders gefährdet durch Corona. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und dass dieses rausgerollt wird auf die Menschen, Impfnötigung, wie will man sagen, auf uns, auf viele, auf uns alle, über uns übergestülpt werden soll. Ja, also dass man eben nur noch mit diesem Impf-ID oder was immer dann in Geschäfte, in Flugzeuge oder sonst was hineingekommen sein. Und ich muss sagen, ich habe mich da eben in wirklich gespenstischer Art und Weise, hatte ich quasi ein familiäres Déjà-vu. Einige wissen das ja vielleicht, aber mein Großonkel, das war Monsignore Dr. Heinrich Feuerstein, das ist ein katholischer Pfarrer gewesen, der ist aufgestanden gegen den T4-Beschluss der Nationalsozialisten und hat von der Kanzel gepredigt, was das für ein Unrecht sei. Und nach mehreren Predigten, die er in dieser Art und Weise... So etwas zuzulassen und auch noch, wenn wir... Okay, ich sag Vorsatz, also ich, wie auch immer, jedenfalls, es gibt ein Heilmittelwerbegesetz, was verbietet, dass ich zum Beispiel Produkte, Medizinalprodukte, Medikamente anpreise, dass ich ein Heilsversprechen abgebe in Bezug auf diese Produkte oder dass ich auch unterschlage, was es da gegebenenfalls für Nebenwirkungen gibt. Und wenn ich hier die Plakate sehe, auf denen steht, wir lassen uns impfen oder ich lasse mich impfen, aber Oma zuerst. Dieses Unrecht, das muss sofort beendet werden. Also die Maßnahmen müssen weg, sofort, das muss aufhören. Wir müssen hier wieder zurück können. Und dass wir miteinander fröhlich sein können und lachen können und dass wir singen dürfen. Ja? Und dass wir... Und dass wir einander in die Arme nehmen können und dass wir auch bei denen sein können, ganz nahe sein können, denen es nicht gut geht. Dass wir am Bett sitzen können bei unseren Eltern und Kindern und einfach, dass sie gesund werden dürfen und auch wenn sie sterben müssen, dass wir da sein können. Das ist das, das darf man uns nicht nehmen. Also das kann nicht sein. Und zu dem ganzen Lockdown-Regime, da möchte ich abschließend sagen, ein Jahr, das reicht, ein Jahr und tschüss.
Wir werden dieses abgrundtief böse Spiel beenden. Wir alle werden es beenden. Schaffen und dann wird abgerechnet. Wirklich, Dankeschön.